Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Hallihallo da draußen, 2. Juni 2022, neben mir sitzt die Tünde. Hallo Tünde. Ja, hallo, hallo Traugott, hallo Joe, ich freue mich sehr auf eure Sendung. Ja, das ist die Überraschung heute, Joe Kreisel und Traugott Ikrut. Gab es die Konstellation schon mal überhaupt von euch beiden? Nein. Dann wollen wir doch jetzt mal Gas geben. Ha, freue mich, dass ihr da seid. Ja, danke, für die Einladung. Ihr habt ein Thema heute auch mitgebracht, da geht es auch ein bisschen um Eigenverantwortlichkeit und jetzt wollen wir mal schauen, wohin wir heute traben. Ja. Traugott, wie geht es dir? Was gibt es Neues? Joe, was gibt es bei dir? Und ich überlasse euch das Mikrofon und schalte mich nach gut einer Stunde zu euch wieder. Denn wir haben heute auch noch ein paar Gäste. Danke. Ja, okay. Ja, soweit geht es ganz gut. Danke der Nachfrage. Thema Eigenverantwortung, die wird einem ja abgeholt. Ich erlebe es immer wieder, zum Beispiel der Schornsteinfeger wollte kommen. Es gibt ja nichts zu machen, ich kehre meine Kamine selber und so. Trotzdem, ich habe ja noch schon vor die Tür gewiesen, da kam von der Polizei ein Schreiben, dass mir angedroht wurde, eine polizeigestützte Untersuchung meiner Feuerstätten und so weiter. Das nur als Beispiel, ne, der Abnahme von Eigenverantwortung. Ich will sie tragen, aber man lässt mich nicht. Gibt es noch viele andere Beispiele, aber vielleicht jetzt zunächst mal Joe Kreisel. Schöne Grüße nach ins Salzburger Land. Ja, ich danke dir, auch dir schöne Grüße zurück natürlich. Gell? Es freut mich sehr, dass wir da jetzt heute beieinander sitzen. Und das ist natürlich schon eine interessante Anekdote, um da einzuhaken, was hier passiert juristisch. Ne? Du kannst ja, wenn du auf einem sogenannten Staatsgebiet irgendwo als Parzelle registriert bist und Grundsteuer zahlst, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass du dort in voller Eigenverantwortung bist. Weil du bist ja in der Registratur von irgendwas. Und da geht's los. Also der Weg des Menschen raus aus dem Rechtssystem ist Thema. Das große Thema. Die Person-Mensch-Geschichte. Persona heißt ja Maske auf Lateinisch. Umgekehrt. Ja. Genau. Also jeder Mensch auf dem Planeten ist zurzeit geistig mit dem Prinzip Maske konfrontiert. Und da geht's hin. Raus aus der Maske. Die Masken fallen. Und über das, ja, das sollte man ein bisschen plaudern, wie die Eigenverantwortung mit der Maske und mit der Ukraine. Das dürfen wir ja alles nicht vergessen. Es ist ja, wenn wir jetzt das Ganze unter einen Deckel werfen wollen, nochmal kurz, dann kann man sagen, es ist ein Geist. Ein großer Geist, der hier waltet in Myriaden von Individuen. Aber es ist ein Geist, ein großes Ganzes. Und in diesem großen Ganzen sollte man keine Gegner suchen, weil sonst ist es nicht mehr ein großes Ganzes, sobald man ein Feindbild hat oder was. Ne? Die und ich oder die und wir, das ist eine große Falle. Dann ist nicht mehr alles eins, ist der Geist. Und wenn ich aus der Sicht des Geistes, der IOI bin, für mich, ich kann ja nichts anderes sein als Geist. Ne? In mir ist diese geistige Welt, diese wichtige geistige Welt. Aus der geistigen Sicht, jeder dasselbe, so wie du hast ja mal so ein schönes Beispiel gesagt in einem Gespräch, der Wassertropfen im Meer. Der Wassertropfen ist der Einzelne und das Meer ist alles. Und das Meer macht die Bewegungen und der Wassertropfen ist halt ein Teil dieser Bewegungen dann. Und so würde ich das auch sagen. Jeder Mensch ist auch so ein Bewusstseinströpfchen, aber es gibt sowas wie ein kollektives, ein Meeresbewusstsein. Das kollektive Bewusstsein. Und da stechen wir jetzt an, das wird jetzt aufgeweckt. Alle Menschen dürfen hier jetzt die Drangsal, das Drangsalieren vom System, die große Drangsal erleben und letztendlich wann, so weit sein, dass du sagst, wie fest ist die letzte Watschen, die ich kriege? Jetzt bin ich eigenverantwortlich. Ich übernehme die volle Verantwortung. Und da musst du aber auch konsequent gehen von der Welt. Die Welt verlassen, die von Menschen gemachten Gesetze hinter dir lassen. Und wo ist links für euch im Bildschirm? Zum Vater gehen. Genau. Ja, Pause. Ja, ich sehe es genauso. Wir sollten vor
dem, was uns jetzt erwartet, was auf die Menschheit zukommt, keine Angst haben, weil, um nochmal bei dem Ozean und dem Wassertropfen zu bleiben, der Tropfen hat exakt die gleiche Qualität wie der Ozean. Und wenn der Ozean diese Kreativität hat, diese schöpferische Kraft, diese Gabe, dann hat das der Tropfen auch. Das heißt, wir machen unsere eigene Zeitlinie, und zwar in beiden Richtungen, auf der äußeren Ebene und auf der inneren Ebene. Also deswegen weiß ich auch, dass es gut wird, dass alles gut ausgeht. Das ist jetzt kein Zweckoptimismus, sondern ich kreiere mir bewusst meine Zeitlinie selber, in der wir dann weltweiten Frieden haben, weltweiten Wohlstand und freie Energie, Freigeld und diese ganzen schönen Dinge, Medicine Beds, alles Mögliche mehr. Das geht aber erst, wenn ich geistig das erreicht habe. Wenn ich, ja, weißt du, da war, das stimmt. Noch eine Sache, da war die Frage, können wir uns selber befreien oder brauchen wir Hilfe, wie von Trump und Putin? Ja, sowohl als auch. Es ist nicht immer alles entweder oder. Wir müssen es auf der geistigen Ebene vorbereiten, diese Zeitlinie, und dann wird es von der Vorsehung oder vom morphogenetischen Feld so gefügt, dass auch auf der äußeren Ebene die Kräfte in Erscheinung treten, die uns auch auf der äußeren Ebene unterstützen und mithelfen, dass die Menschheit in die Befreiung gehen kann. So. Ich würde es jetzt anders beschreiben, aber ich sehe es auch so. Also niemand von uns hat unmittelbar Einfluss auf das Aufwachen der anderen. Das ist ein Zeitphänomen, so wie es in der Früh hell wird. Wenn es in der Früh hell wird, dann verschwindet die Nacht und der Tag beginnt. Und so ist es offenbar auch für uns Geister, die wir so lange geschlafen haben, zu einem gewissen Zeitpunkt aus sich selbst heraus munter wird. Wie eine Blume, die halt anders als die Nachbarblume irgendwann aufgeht. Und wir können da nichts beschleunigen daran. Diese Geduld, die da von uns verlangt wird, das Durchhaltevermögen, Gelassenheit, das ist ein großer Vorteil, wenn man das hat heutzutage, weil es eh so lange dauert alles. Ich sage ja schon lange, es dauert nicht mehr lang. Aber jetzt dauert es dann, glaube ich, wirklich nicht mehr lang. Ich bin ja ein bisschen in der Sprache, in der Forschung der Klänge hängen geblieben irgendwann, weil ich es sehr faszinierend finde, dass wir alle in der Lage sind, uns über Silbe, über Klänge auszudrücken und benennen irgendwelche Dinge dann mit Bedeutungen. Und so, als würden wir ein Spiel spielen, wo wir neue Namen für Dinge erfinden, könnten wir ein Ding durch Zufall zum Beispiel Ukraine nennen. Ukraine, irgendein Werkzeug für den Garten. Hast du irgendwo die Ukraine gesehen? Oder wir nennen ein Land so. Oder ein Buch. Der menschliche Geist benennt irgendwelche Dinge mit irgendwelchen Klängen. Und die haben aber eine Bedeutung. Die Bedeutung der Klänge, die ist uns kaum bewusst. Wir haben immer nur die Übersetzungen in andere Sprachen gelernt, aber nicht die Resonanz in den Geist, den er so ein Klang erzeugt. Oder die so ein Klang erzeugt, die Resonanz. Also wenn ich was ausspreche, dann erzeugt dieser Klang im Resonanzfeld ein Echo. Irgendwas passiert dann. Eine Schwingung, so wie die Gitarre, wenn die Seite schwingt, schwingt die Nachbargitarre dieselbe Seite mit. Ne? Hier passieren Schwingungen. Und Ukraine, dieser Klang ist, so wie Putin und Trump und alle diese Klänge, die ja letztlich auch nicht mehr sind als jeder einzelne von uns, aber halt ein wichtiger Klang für den Zeitgeist und daher sehr wichtig in die Medien und da draußen überall. Das schönste Beispiel ist der Klang Wladimir Putin. Das ist ja doch ein lustiger Zauberspruch. Wladimir, das hört sich auch noch Flut im Ohr. Die große Flut beginnt, setzt ein, Putin. Okay, als Gag, als Gedankenakustik-Gag. Wladimir Putin, das ist eine Information für den menschlichen Geist. Er erinnert sich, die Flut setzt ein. Noah hat das auch gesagt, ne? Noah hat gesagt, ja, die Flut setzt ein. Keiner hat es ihm geglaubt. Und das passiert vor unseren Augen in diesen Tagen. Und würde ich übersetzen, die Resonanzinformation, so als würde man Ra, das Auge in uns, Ra, ins Bewusstsein rufen. Man könnte sagen,
der Lichtschalter des geistigen Auges könnte einen Namen vieler haben, der lautet Ukraine. So höre ich das. Dass der menschliche Geist ist jetzt auch wiederum, weil es ja mit Atom und Dings, das betrifft auf einmal jeden Menschen, der menschliche Geist ist mit dem Prinzip Ukraine konfrontiert, als Drohgebärde. Und dann schaut er hin, weil Drohung und Angst und so, das ist ein Grund, da ist er aufmerksam. Und so erinnert er sich, was jetzt passiert. Also ich sehe alles positiv, alles positiv. Speziell diese Ukraine-Geschichte und das Fallen der Masken, das jetzt gerade, da war ja bei den Österreichern gestern der Stichtag, wo die Masken fallen. Tolle Sache. Also zusätzlich nur, wenn man das Event des Ölembargos, das ja auch gerade so mächtig als Damoklesschwert über dem Geist hängt, das Ölembargo sehe ich deswegen sehr positiv, weil wenn draußen das Öl knapp wird, dann wird es innen voll. Dann wird es also in uns. Man spricht ja davon, dass dieses Christusöl über die Wirbelsäule aufsteigen soll in Meditation und irgendwann nach Golgatha in Schädelhaupt kommt und da zur Erleuchtung führt. Und der Aladdin hat auch eine Öllampe dabei gehabt. Und dann ist der Wundergeist, ist auf einmal da. Der große Genie. Das Genie. So sehe ich das. Also die Ölknappheit außen bedeutet innen Fülle. Sehr interessant, dass das jetzt gerade vor unseren Augen so passiert. Sehr spannend finde ich das alles. Bin richtig geflasht. Muss aber die Nachrichten konsumieren, um da mitzukommen, was da alles passiert. Ja, der Druck im Außen, der muss und wird sich auch erhöhen. Das klingt jetzt zunächst einmal unschön, aber jetzt, wenn wir bei dem Thema Autos sind, Mobilität zum Beispiel, Öl, da wird der Druck auch erhöht, freie Energie einzuführen oder freizugeben. Das haben wir ja schon lange vor Tesla sogar, wurde unterdrückt und die derzeitigen Bedingungen werden so sein, dass für diese freie Energie das Tor sich öffnet. Also wir werden das Tor irgendwann aufdrücken. Genauso mit Freigeld, also Geld ohne Zinsen. Diese ganzen Sachen werden kommen. Aber sie müssen erst ins Bewusstsein der Menschen kommen, dass es überhaupt existiert. Und das existiert schon lange. Wir haben für jedes Problem eine Lösung, aber diese Lösungen werden blockiert. Stattdessen werden uns Scheinlösungen gegeben. Und jetzt wie zum Beispiel Elektroauto. Aber das macht überhaupt nichts. Selbst wenn die jetzt Elektroautos Lamas die Menge bauen, wir werden dann ähnlich wie der Pierce Error von Nikola Tesla, der hat 165 km/h erreicht, brauchen wir dann nur Antennen und die Lithiumbatterie können wir rausnehmen. Das heißt, ich glaube, das alles hat zwei Seiten. Im Moment sieht es schlecht aus, aber wenn wir dann weiterschauen in die Zukunft, werden wir wahrscheinlich dann retrospektiv erkennen, wow, das war ja genau richtig so, wie es gelaufen ist. Ja, auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Also speziell blickend kann man ja nur aufs Persönliche zurückblicken und überlegen und vergleichen. Da waren irgendwelche schlimmen Events und dann hinterher sieht man dann, klar, das hätte ich so ja nicht planen können, aber es hat so kommen müssen, damit nachher das kennt sich ja jeder. Das kennt sich ja jeder. Und je mehr man sich da auf den großen Geist verlässt, ich sage einfach, jetzt einfach großer Geist dazu, wir können ja andere Namen wählen, aber ich denke, wir wissen, was wir meinen. Dieses große, große Bewusstsein, das da Resonanz spürt mit jedem Einzelnen. Und je mehr man sich da einlässt, umso intensiver ist diese Erfahrung. Wenn man eben nicht im Weg steht durch eigene Konzepte und Blockaden und Urteile und Ängste, Dings, dieses fürchtet euch nicht, ist sehr weise, sehr, sehr weise. Erinnert euch, dass wir die Kinder Gottes sind. Und dieses Menschensohn-Prinzip, Menschsein, Menschsohn, dieses nicht Fiktion, nicht Nummer, nicht Sklave sein, sondern souverän, geistiges Wesen, Spirit, Liebe, Empathie, Gemeinschaft, das fällt ja komplett in dieser Welt.
die ja auf Fiktion aufbaut und daher nicht für Liebe und Sachen zuständig ist, die da reinfallen. Der Menschensohn wird sich dem Vater hingeben und sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das bedeutet, ich will nichts und auch nicht. Also ich will nichts und ich will nichts nicht. Ich bin bereit für alles. Gib es mir. Und dann kommt es nur mehr auf die Resonanz an, in der mein Bewusstsein schwingt. Weil genau diese Resonanz werde ich erleben. Da ist jeder jetzt aufgehört, dass er an seiner Resonanz schraubt und die Stimmung hebt oder die Feinstimmigkeit ein bisschen tunt. Dann werden Wunder passieren für jeden, weil jeder dasselbe ist. Das, was du großer Geist nennst, das hat Rupert Sheldrake morphogenetisches Feld genannt. Er hat ja verschiedene Versuche gemacht und festgestellt, dass jede Art ein artspezifisches Informationsfeld hat. Aber das ist nicht nur ein Informationsfeld, das ist auch gleichzeitig ein Energielieferant. Und je mehr wir uns diesem morphogenetischen Feld öffnen, beziehungsweise dieser Führung öffnen, desto mehr Energie bekommen wir und desto mehr Führung haben wir auch. Wir werden dann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, die richtigen Menschen treffen. Wir werden auch jeder für sich seine Berufung finden. Und das ist ganz wichtig, dass jeder hat ja einen Lebensplan, eine Lebensaufgabe. Und die meisten kennen sie nicht. Die stehen von früh bis spät am Fließband oder im Büro, was in meinen Augen völlig pervers ist und an dem Inkarnationsauftrag förmlich vorbeigeht. Aber wenn man dann seine Berufung weiß, seine Bestimmung, dann ist man am richtigen Platz und kann der Menschheit wie sich selber am besten dienen. Und darum geht's. Ne? Wie Aurobindo sagte, be merely an instrument, also sei lediglich ein Instrument, Klammer auf, des Göttlichen, Klammer zu, weil das morphogenetische Feld ist unendlich intelligenter als die höchste KI. Und das ist der Kampf, der stattfindet, dieses luziferanische, künstliche Intelligenz gegen das Göttliche. Und diese Schlacht gewinnen wir, das ist überhaupt keine Frage. Ja, da ist schon wieder diese gefährliche Trennung hör- und sichtbar. Aber ich weiß, wie du es meinst. Weil Lucifer zum Beispiel, Lucifer ist ja auch nur ein Klang. Es ist zwar ein besetztes Wesen mit Geschichten und Bildern und so weiter, aber letztendlich ist es nur ein Klang. Lucifer. Und würde bedeuten, weil Ziffer, den Klang kennen wir ja, die Ziffer oder die Chiffre, das ist eine, sowas wie eine Verschlüsselung, eine Codierung. Deswegen kann man ja was entziffern. Und Lu in uns, Lu entspricht sowas wie einer gewissen Lichtqualität. So wie zum Beispiel Lux oder Lumen. Lu. Ziffer. Das heißt, dieser Klang beschreibt eine geistige Güte in uns, die in der Lage ist, ein Rätsel zu lösen. Eine Verschlüsselung zu hinterschauen, zu hinterfragen, darüber zu kommen, wie die Lösung. Diese Kraft in uns heißt Luziffer. Das ist nichts Böses. Es ist jetzt sehr besetzt mit bösen Geschichten und so weiter. So wie Satan, nur Saturn. Oder Satan würde bedeuten, etwas fällt mir ein, so wie bei einer Satanlage am Hausdach. Es fällt mir was ein, der böse einfallende Engel. Satan, nichts Böses. Alles gehört alles zum Heiligen Geist oder zum großen Geist oder zum großen Feld, zum morphogenetischen Feld. Das sind nur Schwingungen. Aber sie sind eben so furchtbar besetzt, so wie der Klang Spinne oder Schwiegermutter oder Tod oder Angst. Oder Bundesregierung. Das sind alle nur besetzte Namen, aber irgendwie wahrscheinlich völlig was anderes. Also Lucifer, ohne Lucifer könnten wir kein Rätsel lösen. Weil ich bin alles und wo ist Lucifer in mir? Da muss ich dann überlegen und meditieren und hören, wie klingt das, was macht das, wo ist das in mir? Und das gibt dann halt eine große Ruhe, weil die Feinde ausgängen draußen. Es fallen dann die Feindbilder. Weil alles ich bin. Und das eine ist etwas Dunkles, okay, und das andere ist was Helles. Diese Unterscheidung gibt es ja, Yin und Yang, das Negative und das Positive. Aber das heißt nicht, dass ich nicht beides gleichzeitig bin. Wenn ich im Yin und Yang mich für eine Seite entscheiden muss, dann entscheide ich mich für die weiße Seite und bin aber im Potenzial automatisch dann geistig schwarz. Und wenn ich jetzt an Tag denke, er ist gerade nur, also jetzt konnte man an die Nacht denken, dann bin ich jetzt zwar da am Tag, aber ich denke geistig an die Nacht. Und so
polt sich das. Wir sind immer alles. Wir sind die ärgsten Bestien und die Besten gleichzeitig. Die Frage ist, tun wir es oder nicht? Das ist ja das Witzige in Erlösterreich, da wo ich geistig daheim bin, Erlösterreich. Da ist alles erlaubt, außer du tust es. In Österreich, da wo ich früher war, da ist alles verboten, außer du darfst es. Das ist ein riesengroßer Unterschied in der Herangehensweise. Alles verboten, außer du darfst es, mit Lizenz, Schein, Recht und so weiter. Oder alles erlaubt, außer du tust es nicht. Und da kommt dann das Thema innere Stimme, Eigenverantwortung, Moral, Beratung intern, wie soll man das tun, der Engel und der Teufel auf der Schulter. Genau, erlaubt, außer du tust es nicht. Das ist die offizielle, der Zustand im Reich Gottes. So wie jedes andere Lebewesen. Es ist alles erlaubt, außer du tust, jetzt kann man sagen, in Klammer, oder du kannst es nicht. Zum Beispiel fliegen oder ja, Baum klettern lassen. Das ist eine Begrenzung. Und in dieser Begrenzung sollte man uns selbst erfahren, wo sind unsere Grenzen in Eigenverantwortung, ohne dass uns irgendwer reinpfuscht. Das Problem ist die Registrierung, dass der menschliche Geist besetzt ist im Spiel mit seiner natürlichen Person und äußere Regeln befolgen muss, diese äußeren Vorschriften. Und daher kein Platz ist für die innere Bestimmung mit den inneren Pften. Das spießt sie da. Daher erlöse dich von Christus und geh hinaus, sei kurz Antichrist und werde zum Menschensohn. Und dann bist du im Reich Gottes und es kann dann nichts passieren, weil dieser Zustand juristisch unantastbar vorgeschrieben ist. Der geistig-sittliche Mensch ist unantastbar in Freiheit, aber nicht als natürliche Person, sondern als geistig-sittliches Wesen. Das ist eine andere Rolle für den Geist. Das ist die Challenge, vor der Einzelne steht. Weil es steht ja geschrieben, harret aus oder so ähnlich. Ihr braucht jetzt nicht alle alles hinschmeißen deswegen und auf alles verzichten. Jetzt kommt die große Lösung für alle, auch die das nicht verstehen, die das nicht wissen, die das verschlafen haben. Ein bisschen dauert es noch, aber der große Knaller wird kommen. Das Event nennen sie es alle oder gibt es ja viele Beschreibungen dafür. Ne? Genau. Das war es von mir. Ja, also zu Luzifer, wir haben da Familienstellen gemacht, Luzifer und Satan auch aufgestellt. Das sind nach meiner Erfahrung zwei verschiedene Wesenheiten. Das Bild ist weg. Hört ihr mich noch? Hallo? Hallo? Ja, Traugott, du bist nur groß geschaltet und ich hör dich. Du darfst einfach weiterreden. Ah, okay, alles ist also alles in Ordnung. Dankeschön. Luzifer hat sich herausgestellt, ist reine Intelligenz. Ohne Emotion, praktisch das Gegenteil von Jesus. Jesus ist reine Emotion. Wenn du Freeman sagst, Feindbild, ich finde es schon wichtig, dass wir ein Bild von unserem Feind haben, aber dass wir da nicht emotional reingehen und uns da in diese niedere Schwingung verstricken, in dieser verstricken und dann in den Kampf gehen. Das, was ich unter Feindbild verstehe, ich muss schon, das ist für mich Unterscheidungsvermögen. Ich sehe schon, aha, das tut mir und der Menschheit gut und das ist negativ. Ne, mit meinem Gefühl sehe ich das oder mit meinem Verstand sehe ich das, Hunger, Krieg und so weiter, das ist für mich nichts Gutes. Nur ich gehe mit diesen Energien nicht mit. Ich bleibe sachlich, ich nehme mich aus diesem Kampf heraus, aber kognitiv sehe ich schon, aha, das ist so und das ist so. Das wollte ich nur ergänzen. Ja, ja, da wollte ich ja nicht dir zu nahe treten oder was, und du hast natürlich völlig recht, diese Bewertung, die Urteilsfähigkeit des Einzelnen, die ist ganz wichtig. Ganz viele Menschen in der alternativen Szene sagen ja, man soll nicht urteilen. Aber es ist ganz wichtig, fähig zu sein, damit ich auch weiß, was mir entspricht und was mir nicht entspricht. Da brauche ich eine Meinung von mir selber und ein Gewissen und diese innere Stimme, die mir sagt, gut oder schlecht. Da gibt es ja dieses Märchen mit den ausgeschütteten Erbsen, Cinderella, wo es genau zu dem Punkt kommt, wo die Tauben kommen und die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Gröpfchen. Das heißt, wenn du nicht zwischen gut scheiden kannst, dann musst du an dieser Stelle aufhören zu lesen.
Das ist ganz wichtig, die Unterscheidung zwischen Ja und Nein für mich. Und da kommt jetzt genau dieses Ding, der depperte Nachbar, ja, wenn ich sage, das entspricht mir nicht, weil ich kehre vor meiner Haustür und er lässt über den Dreck liegen, dann merke ich, aha, so bin ich, erkenne dich selbst. Das ist ja auch wichtig, dass man sich selbst erkennt, mit Hilfenahme und der Zuhilfenahme der anderen. Die ganzen anderen Deppen, die Blitzer, die umeinander rennen, die erkenne ich, weil ich mich von ihnen abgrenze und sage, aha, na, so möchte ich nicht sein. So könnte ich sein, aber so möchte ich nicht sein. Ich möchte, und so arbeite ich an mir selbst. Durch das, was gut und schlecht und ja und nein in mir halt rauskommt. Ne? Die Werte, ganz wichtig. Bitte habt Werte, findet Werte. Ja. Dann werden wir auch wieder souverän, wenn wir zu diesen bewussten Tropfen werden, wenn wir unsere eigene innere Göttlichkeit erkannt haben. Und das ist ganz wichtig, weil wir haben vergessen, dass wir der Souverän sind. Und jetzt muss ich mal kurz auch auf diese äußere Ebene abtauchen. Wir befinden uns ja, fast alle Staaten befinden sich ja im Handelsrecht. Ne? Dass jemand, der wirklich souverän ist, der lässt sich niemals ins Handelsrecht pressen. Der bleibt bei seinen naturgegebenen, gottgegebenen Naturrechten und Menschenrechten. Ja? Und wir haben diese Souveränität eben erst, wenn wir erkannt haben, dass wir tatsächlich der Chef sind. Es hilft nichts, wenn wir das glauben oder wenn das uns jemand sagt, sondern wir müssen das fühlen. Und so habe ich zum Beispiel in Berlin wie in Saarbrücken mit den Söldnern gesprochen, habe gesagt, ja, hier, entweder ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr habt Hoheitsrechte, dann habt den Beamtenausweis, oder ihr seid einfach nur Angestellte einer Firma, Söldner, und dann habt ihr auch nur einen Dienstausweis. Ihr könnt wählen. Wenn ihr jetzt Hoheitsrechte habt, dann seid ihr meine Diener. Ich bin euer Chef. Ich, das Volk, bin der oberste Chef von euch. Wenn ihr das nicht habt, dann habt ihr mir nichts zu sagen. Und daraufhin konnten sie nichts entgegnen. Weißt du, was sie gesagt haben? Wenn ich in 3 Minuten den Platz nicht verlassen habe, nehmen sie mich fest. Sie haben mir Platzverweis gegeben. Ich habe sie praktisch an die Wand genagelt, sodass sie nicht mehr weiter wussten. Klar, ihre letzte Möglichkeit haben sie dann gezückt, das ist der Knüppel. Richtig, und es wird Ihnen ja, glaube ich, auch in Seminaren beigebracht, nicht mit sogenannten zu diskutieren. Warum? Das ist diese Argumentation. Ja. Ja, klar, denen wird das gesagt. Aber was sie nicht sagen ist, weil ihr habt keine Chance, wenn ihr mit denen diskutiert. Sie kennen sich in der Rechtslage unendlich besser aus als ihr. Ne? Ja, obwohl es so einfach zu beweisen ist. Ne? Früher hatten die Beamten noch einen Beamtenausweis und damit hoheitsrechtliche Aufgabe. Ne? Bürgerlicher Tod gab es früher nicht. Ne? Privathaftung für Beamte gab es hingegen. Ne? Und das wird jetzt alles ausgehebelt. Jetzt haben wir es nur noch mit Firmen zu tun und mit Sachen wie im Gericht, in der Sache Müller gegen Meier, so werden wir praktisch als Ware, als Sache gehandelt. Als Tote. Aber, als Tote. Ja, letztlich als Tote, ja. Als Tote. Und das. Weil die. Ja. Das müssen die Menschen merken. Die Lebenderklärungen, die hier ja im Spiel sind, auch mit dieser Aufwachbewegung, da gibt es ja Lebenderklärungen und der gelbe Schein und solche Sachen in Deutschland. Das ist auch biblisch. Weil ja die Lebenden, das sind die erwachten Geister, die sich als lebendes Wesen erkennen und dann diese mit dieser Lebenderklärung durch die Gegend rennen. Und die anderen, die noch nicht so weit sind, das sind die Toten. Und der Geist wird kommen, zu richten die Lebenden. Das bedeutet, dass die Lebenden richtig liegen. Da ist noch was zu richten. Die Erklärung hast wieder nur einen Zettel in der Hand, der irgendwas beweisen will, außerhalb von dir. Der sittliche Mensch ist von Haus aus schon mal rechtskräftig, unantastbar in Freiheit vorgeschrieben. Und das ist halt der Ausgang für dieses Endszenario. Und was ist dieser große Krücke oder große Hürde für ganz viele Menschen? Tatsache, dass alle Macht vom Volk ausgeht. Weil es gibt ja diese, wie soll ich sagen, die Tatsache, dass die Bundesrepublik bis heute keinen Friedensvertrag hat und eine Verwaltung von den alliierten Mächten, die Deutschland ist besetzt nach wie vor von den GIs, keiner weiß, wer was, wo, wann, mit wem ausgemacht hat und was da hinter die Kulissen gilt.
das oft, im wahrsten Sinn des Wortes. Niemand hat gefragt seinerzeit. Es war nämlich in Österreich genau das Gleiche. Da hat's, wer hat das Bundesverfassungsgesetz verabschieden können? Das ist ja keine Verfassung, das ist ein Verfassungsgesetz. Und hier wird auch vom Volk ausgegangen. In Österreich heißt der Satz, Österreich ist eine demokratische Republik, Punkt. Ihr Recht geht vom Volk aus, Punkt. Das sind die zwei Sätze vom ersten Paragraphen vom BVG. Und wenn es heißt, Österreich ist eine demokratische Republik, dann ist hier alles gesagt, normalerweise. Weil Demokratie bedeutet, das Volk ist der Souverän. Volksherrschaft. Demokratie. So ist es definiert. Österreich ist eine demokratische Republik. Da steht schon drinnen, dass das Volk die Herrschaft hat. Der Satz, ihr Recht geht vom Volk aus, bedeutet ganz was anderes, als die Menschen glauben. Das bedeutet nämlich, dass diese demokratische Republik Österreich kein Volk hat und daher vom Volk ausgehen muss, als Vermutung. Und genauso ist das in Deutschland. Die deutsche Macht geht vom Volk lediglich aus, so wie der Fußballspieler vom Stadion ausgeht, dass er einen Fußballplatz hat. Oder der Schiedsrichter geht von den Spielern aus. Sonst fährt er nicht weg zu Hause. Das Recht geht vom Volk aus. Und wer jetzt kommt und sagt, ich bin das Volk, der schießt sie in beide Knie gleichzeitig, weil er das eigentlich ja gar nicht will. Er will ja nicht der Träger der Lasten sein, der Träger der Frei sein. Nur Freiheit geht im Recht nicht, weil du innerhalb eines rechtlichen Rahmens nicht uneingeschränkt dich entfalten kannst. Und das ist die Definition von Freiheit. Freiheit heißt uneingeschränkte Entfaltungsmöglichkeit, juristisch definiert. Und in einem Rahmen, egal wie groß oder klein dieser Rahmen sei, ist Freiheit nicht möglich. Daher gibt es im Recht Freiheiten. Reisefreiheit zum Beispiel. Oder Glaubensfreiheit. Religionsfreiheit. Aber das sind keine Freiheiten. Also es sind Freiheiten, aber das ist nicht Freiheit. Freiheit ist ohne Schranken, sich zu entfalten. Und der geistig-sittliche Mensch, also sprich die andere Rolle des Menschen, nicht die natürliche Person, sondern der Mensch als geistig-sittliches Wesen. Und sittlich hast du ja schon, sitzt, Winkel, rechter Winkel, Gott, L, ich, sitt, L, ich sitze zu Rechten Gottes, hast du es übersetzt irgendwie? Der ist in Freiheit und Wahrheit unantastbar. Ich sage das gerne immer wieder. Bei Menschenwürde steht es drinnen. Der Mensch als geistig-sittliches Wesen ist von Natur darauf angelegt, in Freiheit und Selbstbewusstsein, sich selbst zu bestimmen und in der Umwelt auszuwirken. Das ist ein Freifahrtsticket. Und es fehlt den Menschen an Selbstbewusstsein und an der eigenen Stimme, weil die Stimme ist abgegeben. Die Menschen können sie nicht selbst bestimmen. Das haben wir jetzt bei Ariel. Ja, die Stimme ist weg. Wie kann ich die Liebe finden ohne meine Stimme? Also die Selbstbestimmung erfordert einmal den Verzicht aufs Wahlrecht. Und das geht ja. Man kann aufs Recht verzichten. Es gibt einen Grundsatz, der heißt, Rechtsverzicht darf nicht ohne weiteres vermutet werden. Okay, danke, es gibt Rechtsverzicht. Und dann ohne weiteres heißt Schwierigkeiten. Das heißt, wenn jemand auf den Vorrang verzichtet, können Schwierigkeiten kommen. Wenn wer aufs Wahlrecht verzichtet, kann er Schwierigkeiten kriegen, weil die anderen ärmer Regierung einwollen oder so. Ne? Dann kann er sagen, ich habe nicht mitgewählt. Und die anderen sagen, wir haben uns verwählt. Genau. Also, die Eigenverantwortung beginnt da, wo ich sage, nein. Und die Menschen sind ja umeinander mit die Transparente, wo draufgestanden ist, nicht meine Regierung, nicht mein Papst oder nicht mein Präsident und so weiter. Sie distanzieren sich ja schon im Geiste. Nur sie sind so orientierungslos und wissen nicht wohin, weil die Konzepte, die geprägt sind, seit sie kleine Kinder waren, die Konzepte mächtiger sind als die eigene Fantasie. Einfach einmal alle Konzepte auslassen und sagen, ich brauche keine Regierung. Ich brauche überhaupt keine Regierung. Ich brauche keinen Bundeskanzler, keinen Papst, kein Ding. Aber es ist da. Ich sehe zu von außen als Beobachter, schaue ich mir das an und sage, aha, menschlicher Geist, du hast einen gescheiten Gläscher. Ein Supervogel oder so. Aber ich bin Teil davon. Ich kann jetzt sagen, okay, ich atme jetzt so lange weiter mein Bewusstsein in das morphogenetische Feld, bis die anderen homöopathisch das so lange eingeatmet haben, dass sie alles erledigt hat. Und so werden wir wahrscheinlich weiter tun. Wir Bewusstseinsträger, und jeder ist so einer, atmet in jedem Augenblick Bewusstsein aus dem morphogenetischen Feld ein
und sein Bewusstsein wieder aus. Und so tauschen wir einander die ganze Zeit aus. Wir atmen alles dasselbe, ne? Homöopathisch verteilt, rennen da Bewusstseinssuppen durch die Gegend. Und das braucht halt seine Zeit. Es braucht seine Zeit. Aber ich bin mir genauso sicher wie du, weil auch die alten Schriften, die heiligen Schriften darüber erzählen, die großen Märchen, die ganzen großen Filme, das ist alles diese eine Geschichte vom erwachenden Geist in alle seine Facetten. Ob das jetzt Pinocchio, Superman, Matrix, Jesus, das ist eigentlich alles dieselbe Story. Irgendwo in der Essenz. Und hier erinnert sich der Geist an das, was jetzt vor unseren Augen passiert. Halleluja. Ja, also du hast eben gelben Schein und Lebenderklärung. Ich kenne viele Leute, die haben den gelben Schein, die haben die preußische internationale oder internationale Lebenderklärung, Abi David und so weiter. Ne? Aber in dem Moment, in dem ich zum Beispiel den gelben Schein beantrage oder eine Lebenderklärung, mache ich mich ja zum Untertan. Ich bin der Souverän. Natürlich. Also wenn irgendjemand eine Lebenderklärung will, dann bekommt er die von mir. Aber ich als Souverän kann doch nicht den Bückling machen, um irgendwas zu bekommen. Das ist völlig für mich völlig absurd. Du machst dich wieder von dieser ausgebenden Stelle abhängig, die den Zettel ausgestellt hat. Der hat unterschrieben, dass ich jetzt lebe. Ja, Blödsinn. Genau. Genau. Und noch was. Verstanden. Noch was ganz Entscheidendes. Auch das Datum ist per Gesetz geregelt. Das heißt, selbst wenn du schreibst, hier bei mir zu Hause, heute am so und so vielten, 2. Juni, sowieso, dann bist du auch mit dem Datum schon wieder unter dem Recht und bist unterworfen unter den gregorianischen Kalender, weil die Ewigkeit kein Datum hat. Also die Ewigkeit, in der wir hier atmen, ist datumslos. Ich unterschreibe, wenn ich was unterschreibe, in Ewigkeit. Freeman X. Ja. Genau. Ohne Datum. Das letzte Geißlein war in der Uhr versteckt, daher sage ich das so dazu. Das Datum ist die Uhrzeit und das Datum, das sind noch per Gesetz geregelte Sachen. Wenn man sich da unterwirft, braucht man sich nicht wundern, wenn die Obrigkeit kommt und sagt, du bist doch unterworfen, du hast da mit Datum unterschrieben und Ortsangabe sogar, du bist in Zeit und Raum uns unterworfen. Brauchst dich nicht wundern, wenn du deine Prügel kriegst. Ja, ich meine, davon abgesehen, sie machen ja eh, was sie wollen. Diese ganze Gesetzessumpf, möchte ich sagen, nützt ja ihnen und ist gegen uns gerichtet. Aber dann war noch ein anderer Begriff, der Begriff Demokratie, den ich so oft höre. Ja, wir sind Demokraten und so weiter. Was dieses Wort anbelangt oder was dahinter stecken soll, ist für mich was durch und durch Negatives. Was hilft es, wenn 10 Wölfe und ein Schaf abstimmen, was es zu fressen geben soll? Ja. Wir sehen ja das jetzt die Minderheit. Bei der komatösen Masse, 90% komatöse Tiefschläfer, wie bitteschön willst du mit denen eine Demokratie aufbauen? Nein, eine Demokratie, das ist auch ein menschengemachtes Ding. Worum es mir geht, ist, dass wir auf das morphogenetische Feld hören und was das sagt, das setze ich um und das in der neuen Zeit wird auch von anderen individuell umgesetzt. Und ich bin sicher, wir gehen auch in eine herrschaftslose Zeit. Da gibt es kein Kanzler, kein König, kein Kaiser, kein Papst, kein Präsident oder sowas. Das Einzige, was wir brauchen, eine Organisation und Verwaltung. Und das machen wir selber nach bestem Wissen und Gewissen. Und du wirst sehen, das morphogenetische Feld stellt von allen Fähigkeiten, die gebraucht werden, Menschen zur Verfügung, die diese Fähigkeiten besitzen. Da ist keiner zu viel und keiner zu wenig. Ich nehme als Beispiel sehr gern den Ameisenstaat. Die alleine im Wald rumlaufen, das sind die Nahrungssucherameisen. Und wenn die irgendwas gefunden haben, geben die ein Signal und dann kommen die vielen Arbeiter und Arbeiterameisen. Dann gibt es die Soldatenameisen, die sind ein bisschen kräftiger und größer. Und wenn da ein dicker Käfer zu nah an den Bau kommt, dann drücken die den mit 100 oder 1000 Mann raus. Ne? Da kann es sein, dass es da Tote dabei gibt, ne? Bei diesem Kampf oder bei dieser Aktion. Und dann gibt es noch die Königin und so weiter. Das heißt, es ist alles geordnet. Von jeder Gattung sind ausreichend da, um das Überleben des Gesamtverbandes zu sichern.
Und das ist übrigens auch die Ableitung im Kastensystem, was wir hier im Westen völlig missverstehen. Wir denken, das ist so Ständedenken oder so. Nein, das heißt eigentlich im ursprünglichen Sinne, dass von jeder, ich sag mal allgemein Berufsgattung, Lebensaufgabengattung, genügend da sind. Und da ist keiner irgendwie zu viel oder zu wenig mit seiner Lebensaufgabe. Das passt alles 100% zusammen. Und da gibt es auch keine Unter- oder Überlegenheit. Also der Brahmana steht nicht über dem Shudra. Das ist wie bei einer Uhr. Wenn das kleinste Zahnrad fehlt, geht die ganze Uhr nicht. Genauso, wenn ein großes Zahnrad fehlt. Wichtig ist, dass alles optimal zusammen funktioniert. Und auf den Zustand werden wir gehen. Also es wird eine Zeitlinie, die kristallisiert sich schon heraus, wo viele, viele Menschen, ich schätze mal über 30% der derzeitigen Erdbevölkerung, in diese Zeitlinie gehen. Und das wird, also ich glaube, man kann das noch gar nicht beschreiben, was uns Positives erwartet. Wir haben es vergessen. Ja. Es wurde auch nachgeholfen, dass wir es vergessen, ne? Mit Unterhaltung, unten halten. Ja, und, guckt Fußball, trinkt Alkohol, alle möglichen tausende Ablenkungen, aber alle gehen daran vorbei, die Lebensaufgabe zu finden oder den Sinn des Lebens, wobei das Leben hat keinen Sinn, es ist der Sinn. Die Sinne machen das Leben erst sinnvoll, ne? Also unsere Sinne sind die sinnliche Erfahrung, darin steckt der Sinn. Noch ein Tod ist das Leben sinnlos. Das sehe ich nicht so. Da gehst du in eine andere feinstoffliche Ebene und hast da deine Aufgabe und kannst dich da weiterentwickeln. Ich glaube, Die Sinne sind schon da, die sind schon feinstofflich. Weißt du, ich war auch schon feinstoffliche Sinne, der siebte Sinn, achte Sinn und so weiter, genau. Ja, natürlich. Ich war schon aus dem Körper raus und ich konnte sehen, ich konnte fühlen, ich konnte denken. Alle Wahrnehmungsfunktionen haben einwandfrei funktioniert. Sie sind nur auf einer höher frequenten Ebene angesiedelt. Aber es ist alles da. Dann nehme ich das zurück. Nach dem Tod ist das Leben nicht sinnlos. Die Frage ist eher, gibt es ein Leben vor dem Tod? Ne? Ja, aber da kommt das man ist hin. Die große Frage. Das gibt es wahrscheinlich jetzt in diesen Tagen, in diesen Zeiten für die Menschen, die den Mut haben, aus ihrem Grab hinab zu erstehen. Die Auferstehung der Toten, diese große heilige Geschichte, die ja nicht der katholischen Kirche gehört. Die Menschen, die auf die Kirche böse sind, aus verständlichen Gründen, vergessen aber, dass die Geschichte rund um Jesus und die Auferstehung eine ewige Geschichte ist. Die gehört nicht der katholischen Kirche. Die hat nur die letzten Jahre diese Geschichte vor uns hergetragen, damit sich der Geist da schön daran erinnert, wenn es soweit ist. Und bis du kommst in Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit erfordert jetzt, dass sie der menschliche Geist über die Materie erhebt und beginnt, geistig darüber zu stehen, über den Dingen zu stehen. Dass eben, wie du vorher gesagt hast, sich nicht hineinziehen lassen in irgendwelche schlimmen Geschichten. Sie zwar verstehen und wissen, und sagen, aber nicht emotional hineinkippen. Und wenn der Geist über den Dingen steht, dann ist es wunderbar, soll es sein. Der Geist wird die Materie bewegen, immer. Diese Welt da draußen funktioniert an, da bewegt die Materie den Geist. Also wenn man sagt Materie, das Symbol für Materie ist Geld. Das materielle Denken, Geld. Und solange der Mensch dem Geld nachläuft, wird der Geist von der Materie bewegt. Menschen, die rüberstehen, die werden nicht arbeiten gehen, damit sie Geld bekommen, sondern die werden Geld bekommen, weil sie gearbeitet haben. Da bewegt der Geist die Materie. Und da geht's hin. Und bis du kommst in Herrlichkeit, ich schreibe in dem vorher Herrlichkeit mit stummem H, Herrlichkeit, wo der hehre Mensch, das hehre Gedankengut, wo man dem Höheren, dem Herrn, wie wir Oberösterreicher sagen, ne? Herrn, Herr sein und über den Dingen stehen. Da ist die Idee wichtiger als die Materie. So ist zumindest auf Wikipedia oder Google oder Doodle oder wie es heißen, definiert. Herr sein. Bis du kommst in Herrlichkeit. Jetzt müssen sie sich noch trauen, in Herrlichkeit dahin zu gehen.
und über den Dingen zu stehen. Die Drangsal ist ja, vielleicht ist der Druck noch nicht groß genug, den der einzelne Mensch, um etwas zu verändern. Weil der normale Mensch, der sagt, wenn es nicht stört, brauche ich nichts verändern. Es stört mir nichts, mir geht es gut, außer das Kreuz ein wenig, aber sonst brauche ich nichts verändern. Und wenn es weh tut, wenn es anfängt zu schmerzen, wenn Widerstand passiert, dann wird der menschliche Geist sich überlegen, ich soll etwas ändern. Es ist zu kalt, es ist zu warm, ich muss die Fenster aufmachen. Irgendwelche Sachen ändern. Und jetzt muss sich der Mensch selber ändern. Er muss in die eigene Verantwortung gehen und nicht alle sagen, ich bin eh versichert, ich habe eh eine Regierung, die machen das schon, sondern selber erkennen, was er für ein mächtiges Wesen ist. Wenn Menschen da draußen beten und sagen, Herr, gib mir die Kraft für irgendwas, dann würde ich, wenn ich der Herr war, würde ich laut lachen und zurückschreiben, du Depp, hast du vergessen, dass du diese Kraft schon hast? Du brauchst mich nicht um Kraft bitten, weil du hast diese Kraft. Du setzt sie nur nicht ein. Sei mutig und erkenne dich selbst. Was anderes kann man ja dem Bewusstsein eh nicht hinter die Ohren schreiben. Erkenne dich selbst. Wer bin ich, dass ich sage, wie es geht? Nein, es ist jeder berufen oder aufgerufen, sich selbst zu erkennen und in der Resonanz, wo dann das morphogenetische Feld hinschiebt, der Heilige Geist macht es schon, der weht wann und wie er will und dort ist der richtige Platz für den. Und ob er dann Spurenjäger ist, Spurensucher oder Komponist oder Koch oder Fliesenleger, genau. So wird sich die menschliche Spezies, die Menschheitsfamilie, das Volk Gottes als Ganzes in einer neuen Struktur wiederfinden. Ich glaube gar nicht, dass wir das erfinden müssen. Es ist alles schon da. Es ist nur noch nicht fassbar. Es ist unfassbar für uns. Aber es kommt. Es kommt für alle. Und es braucht wahrscheinlich auch keine neuen Währungen. Wir brauchen wahrscheinlich nur Danke sagen. Danke. In Dankbarkeit. Danke. Brauchen wir nichts mehr zahlen und so. Es ist alles schon vorbereitet. Ja, da gibt es auch in der spirituellen Welt eine sehr starke Mind-Control-Komponente, die besagt, ja, wir müssen irgendwas erreichen, wir müssen den Aufstieg machen und so weiter. Und ich habe aber jetzt erkannt, dass das nicht stimmt. Es ist tatsächlich so, wie Aurobindo sagt, es ist ein ledigliches Sich-Öffnen, weniger noch. Es ist das Zulassen, dass Öffnung geschieht. Dann kann alles einfließen, beziehungsweise es ist alles schon da, nur der Deckel ist dann runter. Oder wir erlauben, dass der Deckel einfach runtergeht und die Verbindung ist hergestellt. Und sobald die Verbindung nach oben hergestellt ist, ist man auf der sicheren Seite. Also das heißt natürlich nicht, dass man sich nicht auf den Daumen haut oder sowas, ja. Die ganzen kleinen Problemchen, die werden wahrscheinlich schon noch so weitergehen. Aber die Essenz ist, dass wir uns dann als schöpferische, göttliche Wesen erkennen, die in großer Dankbarkeit einem Gesamtorganismus dienen dürfen. Und du hast vorhin das Geld erwähnt. Geld ist Energie im härtesten Aggregatzustand, also niederfrequent. Und auf der höheren frequenten Ebene ist es Lebensenergie. Und was wir zurzeit haben, ist ein Kampf zwischen zwei Kräften, die um die Lebensenergie der Menschen kämpfen, also biblisch oder bildlich gesprochen, der Satan will unsere Seelen. Ne? Und natürlich ist das, langfristig wird er sie nie bekommen, das ist klar. Es fragt sich nur, inwieweit machen wir einen Deal? Wollen wir, und das ist ja diese Interaktion der Logen mit diesen negativen Kräften, sie kriegen Macht und alles Mögliche, und mit dieser Macht können sie sehr viel Leiden verursachen. Und da haben wir wieder diese Lebensenergie, die ist nur jetzt negativ gefärbt. Schwingungen, Angst, Hass, Furcht, Eifersucht, Depression, Frequenz von 6,66 Hertz und so weiter, ne, EEG. Und damit ernähren wir diese Wesen. Und da müssen wir sagen, stopp, ich verbinde mich nach oben, ich mache diese Spielchen nicht mehr mit. Ich kämpfe auch nicht gegen sie, Gottes Willen, weil wenn ich anfange, gegen das Negative zu kämpfen, da haben wir eingangs schon drum gesprochen, dann verstricke ich immer mehr in den Kampf. Ich mache
und binde mich nach oben. Ich weiß das Ziel auf der äußeren Ebene, ich weiß das Ziel auf der inneren Ebene, ich gehe darauf zu. Und wenn wir das eine Weile gegangen sind und uns umdrehen, werden wir feststellen, das Negative ist schon längst verschwunden. Wir fixieren einfach unser Bewusstsein auf was völlig anderes, auf was Positives, auf das Lichtvolle, auf das Liebevolle, auf das Gute. Und ja, wenn wir diesen Weg gehen, dann kommen wir automatisch, zieht es uns in die neue Zeit, ohne den geringsten Kampf und ja. Sog, genau, das ist dann Sog. Das ist nicht mehr Druck, sondern Sog, der dann passiert. Und die Blume, genau, die Blume hat ja wahrscheinlich genau dieses Erlebnis jeden Tag einmal, wenn sie geöffnet wird. Also sie ist in der Nacht zu, also wir nehmen jetzt die Blumen, die untertags blühen. Die ist in der Nacht und dann kommt das Licht. Und irgendwann, wenn das Licht wahrscheinlich den richtigen Winkel hat, und den richtigen, dann wird diese Blume, man kann nicht einmal sagen, sich öffnen, weil die Blume kann das nicht selber. Die Blume braucht dieses Licht dazu. Und dann geht sie in Spannung, in Resonanz mit dem elektrischen Feld, was auch immer, und wird geöffnet. Sie macht es nicht selbst. Daher kann die Blume nicht aufmachen, wenn sie will, sondern das kann man ja triggern. Man kann sie ja mit der Blume, mit der Lampe, man kann die Blume austricksen. Sie wird geöffnet. Und so werden wir geöffnet, wenn wir uns dem Licht ergeben, diesem geistigen Licht. Ich behaupte ja, dass die Menschheit seit 13.000 Jahren in geistiger Umnachtung vegetiert. Geistig umnachtet, weil ein gewisses göttliches Licht nicht sichtbar war. War deswegen, weil ich sehe es schon. Du auch. Und ganz viele Menschen sehen dieses Licht schon. Die Erstgeborenen vor dem geistigen Auge. Und jetzt kommt dann die Masse. Wir wissen das ja aus den Feiertagen, die man uns gönnt. Das ist einmal Christi Himmelfahrt und dann ist Maria Himmelfahrt. Also Jesus und dann die Gemeinde. Der Einzelne und dann alle. Und die Blume kann es höchstens blockieren, wenn sie anfängt, darüber nachzudenken, ob sie es eh richtig macht. Lass ich mich richtig öffnen? Mache ich alles richtig? Wie muss ich mich hinstellen? Muss ich zum Licht schauen? Wo ist das Licht? Wenn die Blume solche Gedanken hat, wird sie wahrscheinlich der eigenen Öffnung im Wege stehen, wenn sie überlegt, ob sie es eh richtig macht. Sie soll es einfach passieren lassen. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Es gibt ja nicht das richtige Buch, was man lesen muss zum Erwachen. Und auch nicht den richtigen Interview-Dings. Niemand muss das richtige Buch lesen. Es passiert einfach. Und vielleicht ist es die Ablenkung, die den Menschen daran hindert, schneller, dass das Ganze Ablenkung, die Angst und die Ablenkung. Mangels Alpe, hast du schön, ne? Alternativlos. Gott ist groß, sagt der Dschihadist. Ja, es ist die falsche Identifikation. Wir identifizieren uns mit dem Körper und denken, wir können nur glücklich sein durch ein Optimum an Sinnesbefriedigung. Aber wenn wir uns erkannt haben als ewige spirituelle Seelen, dann kommen automatisch ganz andere Ziele in unser Leben und wir sind nicht mehr auf der niedersten Ebene gefangen in Sinnbefriedigung. Nicht, dass das verboten wäre oder so. Genau. Es sollte aber sublimiert werden und einem höheren Ziel dienen, beziehungsweise im Grunde sollten wir alle nur Diener sein der höchsten Intelligenz oder der höchsten Liebesschwingung. Ja, das stimmt. Ich übe mich täglich darin. Ja, jeder von uns sollte ständig versuchen, die beste Version seiner selbst, die ihm einfällt, zu spielen. Weil es ist alles ein Spiel. Wir spielen hier Rollen. Wenn du Vater bist, dann bist du in der Vaterrolle. Und wenn du Partner bist, dann bist du in der Partnerrolle. Das ist eine andere Rolle. Und wenn du Nachbar bist, dann bist du in der Nachbarrolle. Das ist wieder eine andere Rolle. Und als Schwiegersohn und als Sohn und als Schüler, das sind lauter verschiedene Rollen. Und jeder von uns sollte diese Rolle, die er ständig nach außen strahlt, bearbeiten und feilen. Ein Kristall sozusagen. Wir sind Versionen von uns, die wir noch nicht kennen vielleicht, also später.
meine Version, wenn ich fertig bin. Ich weiß nicht, ob ich jemals fertig bin. Es gibt da nichts zu erreichen, wie du vorher gesagt hast. Das würde ja das Ganze in Frage stellen. Es gibt überhaupt nichts zum Erreichen. Es ist, was es ist und es ist jetzt. Und es gibt sowieso nur diesen Augenblick. Dass er ein Datum und eine Uhrzeit kennt, ist ein Konzept. Der ist ewig. Und vorher war er vorher und nachher ist nachher und jetzt ist ewig. Der ewige Moment. Und unser Geist kann halt ein bisschen vor- und zurückblicken, aber er ist trotzdem im ewigen Moment. Und da wird er ausgerissen. Durch Angst in die Zukunft und Schuld in die Vergangenheit. Also die zwei Konzepte, Angst und Schuld, nehmen uns mit ganz viel jetzt weg. Und außerhalb der Fantasie passiert ausschließlich jetzt. Jetzt. Atem. Genau, das ist die Ewigkeit. Ja. Und da. Also. Ich möchte noch was Wichtiges ergänzen. Ich bin überzeugt, wir können in die neue Zeit gehen, auch wenn die Masse, das Kollektiv, nicht mitgeht. Das ist nämlich die Entscheidung von jedem Einzelnen. Wir denken, wir müssten die Masse retten. Natürlich, wir tun, was wir können, um sie zu informieren. Das geht aber nur, wenn sie informiert werden wollen. Ansonsten ist es reine Energieverschwendung. Wer offen ist, da bin ich rund um die Uhr bereit, zu helfen. Aber es ist nicht so, dass wir erst gewinnen können, wenn wir denken, oh, wir sind jetzt die Mehrheit, mindestens 50% oder so. Natürlich wäre das schön, auch auf der äußeren Ebene wird es dann schneller gehen. Aber ich gehe sogar so weit zu behaupten, selbst wenn es nur ein einziger Mensch auf der Erde wäre, der weiß, er geht jetzt in die neue Zeit, der geht durch den Transformationsprozess hindurch und danach weiß er, er kommt in einer superschönen, lichtvollen neuen Zeit raus, der weiß, er ist der Schöpfer seines Lebens, wie jeder von uns selber seinen Weg erschaffen kann, beziehungsweise sich führen lassen kann, wenn man sich das kommt auf selbe hinaus. Ne? Wir brauchen nicht das Kollektiv. Wenn wir warten würden, bis der Letzte aufgewacht ist, das wäre Warten auf Godot, dann würden wir niemals vorankommen. Diese hoffnungsvolle Sache wollte ich noch mitgeben. Also jeder kann in die neue Zeit gehen. Da gibt's, wir brauchen nicht irgendwie zu warten oder denken, oh, die Masse schläft noch, wir werden hier nie vorankommen, solange die noch schlafen. Wir müssen jetzt alles tun, um die zu wecken. Nein, wir sind offen. Wer Informationen haben will, sind wir gerne bereit zu geben. Aber wir gehen derzeit unseren Weg. Das würde ich auch so sagen. Ich würde sogar das Ganze nur verschärfen und sagen, dass so viele noch schlafen, ist keine Ausrede. Jeder ist jetzt gefordert, in die Eigenverantwortung zu gehen, egal ob die anderen noch schlafen oder nicht. Das ist ja ein schönes, oder man kann sich schön in der Masse verstecken, weil eh noch alle schlafen, da fällt es nicht ab. Aber jetzt will das Reich Gottes eröffnet sein. Oder es ist ja eröffnet. Nur es hat noch so wenig Besucher. Jetzt sind einmal, also Einwohner, muss man sagen, nicht Besucher. Die Menschen sollen sich jetzt trauen, ihr Land zu verlassen, geistig. Wenn eh die Regierungen alle korrupt sind, wenn sie eh verlogen sind, es gibt doch diese Definition von Rechtsbankrott, wenn Lügner an der Spitze sind. Okay, das wird bei euch nichts anderes sein als da bei denen Lügner an der Spitze. Und da gibt es die Besserung juristisch, die Rückkehr zu Wahrheit und Freiheit. Und beides ist nicht im Recht. Weder die Wahrheit ist im Recht, weil Recht ist Fiktion, und Freiheit ist nicht im Recht, weil Freiheit ist uneingeschränkt. Und daher ist der rechtliche Rahmen nicht möglich. Und das ist die juristische Anleitung im Falle von Lügner an der Spitze. Nicht im Sinne von mich freut's nimmer oder so, sondern das ist jetzt angesagt. Jetzt ist vorgeschrieben durch die Definition von Rechtsbankrott, dass man nach Wahrheit und Freiheit streben soll, weil an der Spitze sind. Und Korruption und. Seid gekommen. Und ganz viele Menschen wollen es nicht wahrhaben und halten fest und halten dieses alte Leben fest. Es soll so sein wie früher. Aber es wird kein Stein auf dem anderen, es wird überhaupt nichts sein wie früher. Weil das Ende der Welt heißt ja das Ende der Konzepte, die wir bisher gehabt haben. Das ist das Ende. Juhu! Es ist das Ende. Der Anfang ist nah. The beginning is near. Und da geht's hin. Also das Reich Gottes möchte jetzt, dass der einzelne Mensch sich als Kind Gottes erkennt und teilnimmt. Und sagt, ja, das war früher, ihr spielt Österreich fertig, aber ich bin doch nicht in Österreich. Es gibt ja eine juristisch delikate Frage, wenn ich mit dem Auto fahre
ob ich in Österreich fahre oder nicht. Weil das Auto mag sich in Österreich bewegen, ist oder österreichische Nummer und Dings. Aber ich, der Geist, der Österreich verlassen hat, nicht durch Österreich spazieren. Die anderen spielen Österreich auf der Eche oder, aber das ist das Reich Gottes, bitte sehr. Österreich benutzt den Raum als Fiktion, als fiktives Staatsgebiet, aber das ist das Reich Gottes. Ich bin auf meinem Planeten, ich bin doch nicht in Österreich. Und der Polizist hat sein Hoheitsgebiet und nennt es Österreich. Und ich habe das eh schon mehrmals gesagt, das Staatsgebiet ist ja definiert als bestimmter Teil der Erdoberfläche. Das heißt, es braucht Stimmen. Und diese Bestimmung, die die Stimmen hat, macht dann den Teil der Erdoberfläche. Allerdings, unsere Füße, oder wenn ich mich hinlege auf die Wiese, dann bin ich nicht auf der Erdoberfläche, sondern bin ich auf der Erdfläche. Die Erdoberfläche ist, die lustige Frage heißt, in welcher Höhe befindet sich die Erdoberfläche, wenn meine Füße die Erdfläche berühren? Und die Frage lautet, das kommt darauf an, wie groß du bist, weil die Erdoberfläche da drinnen passiert. Also das Konzept der einzelnen Bundesstaaten, das oder Staatendings, das passiert alles geistig. Das ist alles eigentlich eine Art geistige Welt. Das ist geistig. Und manifestiert sie dann durch den Teilnehmer, weil er glaubt, er muss jetzt ein Schüdel schreiben, da steht drauf Österreich und stellt sie auf Augenhöhe, handelsrechtlich nur mit einem blauen Rahmen umgeben, dass man im Seerecht sind. Hallo, schau, wer da kommt. Besuch. Ja, Brigitte, mit dir hätte ich aber jetzt nicht gerechnet. Hallo. Ja, kleine Überraschung. Keine Überraschung. Ja, ich kenne dich noch nicht, Joe. Ich kenne dich große ein bisschen. Überraschung. Ja, für die Zuschauer oder die, die es noch nicht wissen, das ist die Brigitte, sie ist jetzt in Paraguay. Und sie kam auch aus dem Saarland und wir haben sehr oft Familienstellen gemacht. Und ja, sehr schön. Gelungene Überraschung. Dankeschön. Das freut uns sehr. Sie hat auch die Sendung ganz verfolgt. Ja, bitte, bitte. Genau, das war unsere große Überraschung. Die haben wir gestern ausgemacht und habe mich sehr gefreut, dass die Brigitte Zeit gehabt hat und ja, sie hat sich auch sehr drauf gefreut. Und ja, ganz spontan. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich jetzt hier sagen soll, aber gut. Da werde ich dich gleich fragen, Brigitte, du warst ja auch jetzt gerade die Stunde hier und hast reingehört in der Sendung. Hast du da so ein paar Gedanken dazu? Ja, also ich fand sehr interessant, was der Jo gesagt hat mit diesen Worten und so. Also da hat es noch mal ein paar Verbindungen gemacht, ja, ein paar neue. War sehr interessant. Wie Traugott denkt, das weiß ich ja schon so. Wir kennen uns ja ziemlich gut. Wobei sich manches so auseinanderdividiert. Ja, wir sind uns nicht einig, aber spielt keine Rolle in der Beziehung, ja. Und ja, was kann ich, ihr habt sehr viel gesagt, ja. Ich habe so ein bisschen Stichworte gemacht, was ich vielleicht sagen könnte, ist mit diesem Ozean und dem Tropfen. Dass der Tropfen dieselbe Qualität hat wie der Ozean, da gehe ich nicht ganz mit. Weil das stimmt zum großen Teil, aber wie will ein Tropfen eine große Welle machen? Ja, das geht nicht. Ein einzelner Tropfen kann keine Welle machen. Da müssen sich viele Tropfen zusammentun. Also fehlt diese Qualität. Ja, ich ging jetzt analog von der chemischen Zusammensetzung aus, das heißt von dem Potenzial, was der Tropfen hat. Aber ich werde darüber nachdenken, ja. Ja, ich habe dich schon verstanden. Und ich habe es eigentlich immer auch so gesehen. Und erst wie du das gesagt hast, habe ich gedacht, nee, Moment, da fehlt doch noch was. Ja. Aber kann das denn nicht sein? Im großen Ganzen, und so sehe ich das auch zum Göttlichen. Ja, wir sind ja alle aus einem göttlichen Teile. Ja. Und in der Esoterik-Szene wird halt oft gesagt, wir sind wie Gott. Wir sind genau, wir können alles wie Gott. Aber das stimmt in meinen Augen nicht, ja, weil wir eben nur ein Teil sind. Wir können nicht genau das vollbringen, was Gott verbringt. Ja, auch nicht, wenn wir alles geöffnet haben. Weil wir nur der Tropfen sind im Ozean.
Aber die schöpferische Fähigkeit und Qualität haben wir. Ja, auf jeden nicht Fall. Nur für uns, nur für diesen Tropfen, ne? Nicht für andere. Ja, da gehe ich mit. Ja, aber kann es nicht auch spielen? Ja? Ich wollte nämlich gerade die Blume nochmal ansprechen, Joe, weil die Blume braucht ja das Licht, um die Information zu haben, sich zu öffnen. Und das Meer, die Welle, braucht womöglich das Magnetfeld, den Wind, die Fische. Ich weiß es nicht, was der Auslöser ist, aber vielleicht ist das die Welle. Bin schon leise. Ja. Ja, ich habe mir das geistige Spiel gespielt, in der Selbsterkenntnis, dass ich Gott bin. Um mir zu beweisen, dass ich es nicht bin. Und zwar habe ich beschlossen, wenn ich jetzt Gott bin, dann werde ich jetzt verfügen, dass mir nichts mehr einfällt. Und es hat nicht funktioniert. Also der menschliche Geist kann nicht verhindern, dass ihm fällt. Und da sind wir dann bei, wie ich vorher gesagt habe, bei Satan, bei dieser Qualität. Das heißt, dieser fallende Engel, der einfallende Winkel, der kommt, egal ob du das willst oder nicht. Mir fallen oft Sachen ein, wo ich mir denke, wieso fällt mir das ein? Wieso denke ich an sowas? Und daraus kann man dann was machen. Da kommt dann die innere Stimme und dann kommt das Armdrücken zwischen Jesus und Satan in mir und dann werde ich darüber urteilen, ob ich das tue oder nicht oder ob ich das sage oder nicht. Ja, mir fallen Sachen ein, die sollte man nicht sagen. Kann sein, dass sich der andere umbringt deswegen. So mächtige Wesen ja, sind. Ja, dazu wir gehört ein bisschen Feingefühl dann, ja, ob man das ausspricht oder nicht und wem gegenüber. Ja, genau, aber was, ich kann nicht sagen, ich tue das jetzt, weil ich fühle mich danach und ich bin ein souveränes Wesen und ich kann alles sagen, haha, Stich. Aber da ist die Moral stärker. Die Moral in mir ist der Filter, durch den Gedanke durch muss. Automatisch fällt was einer, sage ich, aha, wer bist du jetzt, was bist du für eine neue Idee? Und dann kommen diese Werte und das wird dann durchgegangen und irgendwann mache ich was draus oder danke, das war eine blöde Idee. Und da reden wir aus meinem Verständnis raus von Satan, was ja auch nur ein Klang ist. Jesus, dieser Klang, diese Güte des Geistes, wäre sowas wie Güte in uns, dass wir aus der geistigen Mitte, dem I, und dem geistigen Umfeld, dem S, weil wir sagen ja, es regnet, es ist schön, es passiert so viel, gibt so viel, es. Und es, das sagt auch ihr für mich, es. Also diese geistige Mitte und sein geistiges Umfeld in Harmonie im Umgang miteinander. Es, us, usus, Jesus. Das wäre die Schwingung dazu. Es, us. Und das war bisher nicht möglich, daher musste der Heilige Geist sich dazwischen schalten und für diese Ordnung sorgen. Also für diesen Umgang mit I und S, sprich geistige Mitte, geistiges Umfeld, Spiegelfläche. Und dieser Zwischenschalter war das H. H, das Symbol für Fische im Sternzeichen. Fischezeitalter, H. IHS. Nicht IS, sondern IHS. Und jetzt kommen wir zum Geburtsnamen von dem Heinit, oder? Der ja heißt I-O-H an S. IHS, Johannes. Der IOHNS wird der Wegbereiter sein, bevor die Schwingung Jesus greifen kann. Weil der Johannes diese Qualität hat, zwischen I und S nur das H drinnen zu haben, so wie die Jesuiten. Die Jesuiten waren die offiziellen Wegbereiter und haben die Kirche zu aller Macht verholfen, die es braucht hat, um das Volk Gottes zu vereinen. Zumindest hinter den Kulissen im Recht. Es ist ja jeder Mensch aktuell vereint mit dem anderen, weil er ihn anrufen kann, weil er ihm Postkarte schicken kann. Also da hat die Registratur der Kirche die ganze Welt vereint, übers Rechtswesen. Das römische Imperium ist das römische Recht. Und da gibt es halt nur die Staaten und die Nationen und die Könige und die Richter. Aber das wird zerfallen und es wird keine Regenten, es wird keine Regierungen brauchen, es wird keine Schriften im Außen brauchen, weil wir uns im Innen daran erinnern, dass wir Kinder Gottes sind. Nicht Gott, aber Kinder Gottes. Und jeder hat seine Schwingung und im Resonanzfeld kann es nur zu meinem Vorteil sein. Die Frage ist, wie schwinge ich?
Und so kann ich an meiner Schwingung arbeiten, um das Resonanzfeld optimal auszunutzen. Genau. Also arbeiten wir alle an unserer Schwingung und alles ist gut. Da möchte ich noch einen Satz ergänzen. Dieses IHS wird ja normalerweise übersetzt mit Jesu Hominum Salvatum, also Jesus Erlöser der Menschheit. Aber die Jesuiten interpretieren das um. Für sie heißt es Isis Horus Seth, und weil sind, sie aus den ägyptischen Mysterienschulen kommen. Ja. Genau. Ja. Und das heißt letztendlich eh nur IHS. IHS Brigitte. Ist Abkürzung. Ja. Du wolltest noch was sagen, Brigitte. Ja, das zweite war, was hast du gesagt? Du hast bei einer Familienaufstellung gesehen, dass Luzifer die reine Intelligenz ist und Jesus die reine Emotion. Ja, wobei natürlich Emotion hat auch seine eigene Intelligenz. Ja, ich sehe es noch ein bisschen anders. Emotion reißt dich aus der Mitte. Egal welches ist, ob es eine positive ist, Begeisterung oder so, oder Wut ist, ja, es reißt dich aus der Mitte. Und ein Gefühl nicht. Also ich unterscheide da zwischen Emotion und Gefühl. Gefühl ist eher wie Freude, wie Dankbarkeit, wie Liebe, Glückseligkeit. Das ist Gefühl. Ja, da schon die Worte spürst du, die bringen dich in die Mitte. Ja. Während Emotion reißt dich raus, heißt ja auch herausbewegen, im Obere. Und Es ist in meinen Augen eher, wenn dann Gefühl, aber er war auch heil. Das heißt, Gefühl und Verstand, Geist, Körper, Seele sind eins. Ja? Also alles war in ihm ausgeglichen. Also so würde ich das sehen. Ne? Und Luzifer sehe ich eher als das Blendlicht. Ja, es ist der Lichtträger, aber er trägt nicht das echte Licht, sondern das Blendlicht. Ja. Ich würde sagen, die Gefühle, die wir haben, die kommen ja nicht aus. Also das kommt ja in uns herein. Das wird ja wie ein Gefühl, eine Füllung. Da kommt was, etwas Mulmiges oder Dings. Man kann Gefühle schwer selber auslösen. Sondern da ist Du kannst auch Gefühle erzeugen. Emotionen bildest du ja auch in dir selbst durch einen äußeren Anlass. Aber und dann kommt Gefühle, das hereingestellt. Erzeugst du in dir selbst. Die Emotion ist, was mache. Für mich. Du kannst also, zum Beispiel Gefühl, Dankbarkeit erzeugen. Wenn du dich darauf konzentrierst, kannst du das Gefühl von Dankbarkeit erzeugen, du selbst. Ja. Du denkst wohin, zack, und da ist es. Der Geist kann das. Und die Emotion ist das, was ich draus mache dann. Ne? Und dazwischen ist halt das die Rolle. In welcher Rolle bin ich? Und dann kommt die Emotion dazu. Sprich, das Gefühl ist zuerst, dann ist der Geist und dann kommt die Emotion. Was zeige ich daraus? Nochmal, das Gefühl ist zuerst, dann der Geist, dann die Emotion. Ja. Nicht unbedingt. Es kann auch sein, mein Geist möchte jetzt das Gefühl von Dankbarkeit fühlen. Dann fühle ich das. Und dann brauche ich aber auch keine Emotionen mehr dazu. Was soll okay, ich ja, wenn du alleine bist. Ich bin in der Mitte. Wenn ich dankbar bin ich in meiner Mitte. Ja. Aber es gibt Menschen, die fangen dann an zu springen und zum Tanzen und zum Schreien und zeigen so die Emotion der Dankbarkeit in ihrer Rolle. Ja, in dem Moment so, eventuell, ja. So sehe ich daher die Reihenfolge. Du kannst es still genießen. Ich genieße meine Dankbarkeit und niemand wird es sehen, weil das. Aber sobald ich es zum Ausdruck bringe, würde ich sagen, da sieht man jetzt Emotionen. Ja, aus dem Gefühl, das ist was Inneres. Ist auch sicher nicht immer zu trennen, ja. Es gibt einen Unterschied, aber es ist nicht immer zu trennen. Genau. Ja, wollte ich auch ein bisschen. ich finde das sehr interessant mit diesen Emotionen. Habe ich das noch nie so gesehen, Brigitte, aber du hast recht. Wenn ich in Emotionen bin, bin ich nicht in meiner Mitte. Es ist richtig. Ich bin entweder hochjauzend oder halt unten, genau. Aber nicht in der Mitte. Die Wippe? Ja, genau. Korrekt. Ja. So, Emotionen hoch oder schlechte Emotionen, aber die Mitte, das ist das Gefühl. Ja, genau.
Und ich kann das Gefühl verlassen. Das hat vielleicht mit Programmierung zu tun, auch vielleicht, weil wir im Außen leben und ein Automatismus uns zu etwas bewegt, möglicherweise. Ja, genau. Ja, so würde ich es auch sehen, ja. Nur, ich meine, manchmal gibt es ja auch Gefühle, die wir gar nicht fühlen wollen. Und dann bin ich aber auch nicht wirklich in die Mitte, weil Mitte sollte sich normalerweise... Das ist die Frage, ob das ein Gefühl ist oder eine Emotion. Genau. Wahrscheinlich verwechsel ich dann die Emotion mit dem Gefühl. Das kann sein. Ja. Danke dir. Ja, das ist eine gute... Ich glaube, es müssen keine zwei entgegengesetzte Sachen sein, Gefühl und Emotion. Nein, nicht sondern, entgegengesetzt. Sowieso. Nicht die Sache, nicht entgegengesetzt, sondern dass in der Mitte ist das Gefühl und dann gibt es eine Emotion nach links und nach rechts, eine ins negative Richtung, Wut, Zorn, Hass und eine Liebe, Dankbarkeit, Freude zum Beispiel. Dass das die Extremformen sind, aber alle drei, also die Mitte, links und rechts, bezeugen, dass das Wesen lebt, das Leben da ist. Ja, durchaus. Ist ja auch nichts Schlechtes. Ich sage nicht, dass Emotion etwas Schlechtes ist. Das Leben bewegt sich auf und ab, ja? Ja. Also nicht falsch interpretieren. Das gehört dazu, natürlich. Und Emotionen zeigen uns den Weg. Emotion zeigt uns, dass irgendwas nicht stimmt. Zum Beispiel eine negative Emotion. Und das, was nicht stimmt, das kann im Außen sein und das kann im Innen sein. Je nachdem. Ich glaube, es kann was sein, was mich triggert, was das Innere triggert, ja. Oder es kann tatsächlich etwas im Außen sein, das ich sehe und zum Beispiel als ungerecht empfinde, ja. Oder als ekelhaft oder wie auch immer. Das ist ja dann auch ein Trigger. Von außen kommen die Trigger, egal in welche Richtung. Ja, es muss aber nicht mehr unbedingt etwas mit mir zu tun haben. Also wenn ich zum Beispiel mal davon ausgehe, dass Jesus innerlich geheilt war, stabil war, ja, dann hat er aber trotzdem Ungerechtigkeit gesehen und darauf reagiert. Das muss nicht mehr unbedingt etwas mit ihm zu tun haben. Meiner Ansicht nach, ja. Es wird immer so interpretiert, alles, was dich emotional berührt, das hat etwas mit dir zu tun. Ja, das stimmt in 99% der Fälle oder der Leute, aber nicht mehr in denen, die geheilt sind, ja. Also Brigitte und liebe Zuschauer. Wir können es noch wahrnehmen, aber müssen nicht mehr davon berührt sein. Es ist doch so, dass wir leben. Und ich sage immer, das Leben, das habe ich vor der Sendung gesagt mit Joe noch, ne, wir sind die Beobachter. Unser Kino läuft im Außen ab. Ja. Das ist jetzt was auf mich wirkt. Aber das Leben wird nur von innen nach außen funktionieren. So, was mache ich mit dem Kino? Wie bewerte ich? Wie empfinde ich? Wie entscheide ich? Das Ego, ich habe mehrere Stimmen in mir, wie jeder Mensch auch. Bin ich schon so weit und habe meine Stimmen in meinem Filter und kann mich eigentlich vom Außen gar nicht mehr so beeinflussen lassen, sondern nur das, was mir eigentlich gut tut. Das kann jetzt der eine sagen, es ist egozentrisch. Nein, eine gute Schwingung ist ja was Gutes. Mhm. Und was Negatives muss ich ja nicht annehmen, möchte ich damit sagen. Ja. So, jetzt bin ich schon wieder leise. Oder hast du noch was? Ich wollte sagen, genau, wir können das jetzt wieder zurücklenken, werde ich es gerne auf die Thema, und das war Selbstverantwortung. Mhm. Ja, also, dass wir wieder in Selbstverantwortung gehen, weil, glaube ich, das, wo wir jetzt sind, also momentan politisch in der Richtung, ist nur deswegen geschehen können, weil die Menschen ihre Selbstverantwortung abgegeben haben. Genau. Gut. Ja, der möchte ja gar nicht hier abbrechen oder so, aber ich weiß, der Traugott hat so viel zu tun. Er hat gesagt, 20 nach, das haben wir jetzt genau auf der Sekunde hier, von Okitok sind wir pünktlich, wie ich mitbekommen. Das wollte ich nur sagen. Wie habt ihr euch denn hier in dieser Runde gefühlt? Die erste Konstellation war ja heute am Traugott Egrut mit Joe Kreisel. Und ich habe das als angenehmes Interview empfunden. Der Traugott macht ja viele Interviews. Traugott, wie hast du dich denn in der Thematik heute gefunden und gefühlt?
Ja, die Thematik ist mir vertraut, zumal ich gerade einen Tageskommentar geschrieben habe über Eigenverantwortung, die ich ja leben will, aber die man mir abholt. Ich erkläre es mal anhand von jemand, der zum Arzt geht. Der geht zum Arzt, gibt ihm seine Krankheit, der Arzt steigt mit der Krankheit in den Ring, der Patient sitzt außen vor und hofft, dass der Arzt gewinnt, aber ansonsten hat er mit der Sache nichts zu tun. Und genau so ist es in jedem anderen Fall auch. Wir geben permanent unsere Verantwortung ab, den Politikern, die sollen das alles regeln. Wie gesagt, ich hatte das mit dem Schornsteinfeger, die Kinder sollen wir in die Kita geben, dann die Bildung geben wir an das Schulsystem ab und so weiter. Und was rauskommt, ist, dass wir immer mehr in eine totale Fremdbestimmung kommen. Und aus dieser Fremdbestimmung muss ich die Menschheit jetzt befreien und muss erkennen, dass sie der Souverän ist. Sie ist der Chef. Die Regierungen sind weltweit, egal wo sie sind, der Diener. Und wenn sie nicht dienen können, dem höchsten Volk, dem Souverän, dann müssen sie weg. Und wir werden was Neues aufbauen. Also das wird mit Sicherheit kommen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Ja, das ewige Jetzt haben wir heute schon angesprochen. Die Zukunft, die Vergangenheit haben wir auch angesprochen. Und wir dürfen uns bewusst werden, dass wir immer nur im ewigen Jetzt leben. Die Ausflüge, die Zukunft, bedeutet oft Ängste. Das holen wir aber im Jetzt auch rein. Und die Vergangenheit sind die Traumen. Die holen wir auch ins Jetzt rein. Können wir loslassen. Und so ist es auch, das zu erkennen, was im Außen wir bisher gelebt haben. Wo viele Emotionen, viel Angst, Unzufriedenheit, das sind ja diese Gefühle, die uns jetzt einholen. Loslassen und im Jetzt aktiv leben zu können, loszulassen, Eigenverantwortlichkeit, endlich den Weg selber wieder zu gehen, einfach zu tun, weil wir wissen genau, was uns gut tut, nicht egozentrisch, wir wissen genau, was wir brauchen. Wir sind alle gleiche Menschen, essen, trinken, Dach über dem Kopf, wir wollen Liebe haben, soziales Umfeld haben. Und jetzt habe ich fünf Punkte aufgezählt, habe ich. Haben wir das noch? In meinem Österreich? Oder eher Österreich, beim Joe. Ja, da vielleicht schon eher. Aber ne, die Veränderung dürfen wir erkennen. Und wir dürfen alle anfangen. Und man sagt auch nicht müssen, aber man darf jetzt schon mal sagen, wir müssen anfangen, wir dürfen anfangen. So würde ich das sagen, Tünde, oder? Was sagst du? Ja, also ich sage dazu, ich fange jeden Tag an und die Frage ist immer, wenn ich schon aufstehe, welche Richtung entscheide ich mich? Ja? Entscheide ich mich für das Positive oder für das gute Gefühl, was auch immer da ist, oder für das andere Gefühl? Ich entscheide mich immer erstmal für einen Kaffee. Genau, erstmal für einen Kaffee, ja. Aber wenn ich diese Kaffee so trinke, oh, jetzt trinke ich mal einen Kaffee. Schön ist es. Dann fange ich das mit einem schönes Gefühl an. Ja. Ich kann aber auch denken, naja, ich mache mir jetzt wieder einen Kaffee, eigentlich sollte ich das gar nicht. Ja, dann genau. Ist das wieder das andere Gefühl. Und genau das ist es. Und immer wieder, dass ich selber entscheide, gehe ich in die gute Gefühl rein, egal was ich mache und wie ich mich entscheide. Und dass ich selber entscheide. Ich entscheide mich, gehe ich Richtung gutes Gefühl oder in der Richtung andere nicht so dummes Gefühl. Das ist die tiefste Eigenverantwortung. Ja, da fängt es an. Ich bin trotzdem der Chef. Und auch wenn ich in das schlechte Gefühl gehe, aber erkenne, du hast das selber gewählt. Mhm. Also das ist diese Verantwortung, die ich für mich jeden Tag versuche zu übernehmen. Und ja, Selbstverantwortung übernehmen, das ist, glaube ich, der Motto. Und ich hoffe, dass wir da diese Tropfen immer mehr werden, die Selbstverantwortung für dein Leben übernimmt. Und dann sind nicht mehr die Politiker schuld, dass es uns scheiße geht, ja? Sondern dann nehmen wir den Ruder in eigene Hand. Und wenn wir viele Tropfen sind, dann, ich glaube immer noch an den Maya-Kalender, der besagt, dass der goldene Zeitalter kommt. Wann? Ist eine andere Frage. Man sagt jetzt ja auch, man sagt ja die neue Weltordnung. Die unreife Weltordnung, und das darf beendet werden. Ganz einfach. Und ja, ich würde es wieder biblisch ausholen, da wo geschrieben steht, dass der alte Bund durch den neuen ewigen Bund ersetzt wird.
der neue Ewige, weil der Ewige ist ewig, der ist nie nicht, aber er wird teilweise von dem alten Bund überlagert, also in meiner Forschung halt 13.000 Jahre lang. Und wenn das Alte zerfällt, dann fallen wir in das Ewige zurück, das neue Ewige. Und als Kinder Gottes, wie gesagt, der Psalm 23, glaube ich, sagt, der Herr ist mein Hirte. Und die Menschen sind aufgefordert zu überlegen, wer ist mein Hirte? Ist es der Bundeskanzler? Ist es die Pharmalobby? Ist es die Bank? Ist es der Papst? Nein, die Mama vielleicht. Und wenn ich groß genug bin, der Herr ist mein Hirte, als Kind Gottes. Und das kann auch jeder verstehen. Wir haben das, seit wir kleine Kinder sind, weltweit haben wir diese Geschichte vorgesetzt bekommen. Und diese Welt kniet vor Jesus, der König der Könige. Und wenn Jesus wiederkommt, kommt er aus uns, der eingeborene Sohn, heißt es. Die eingebaute Schwingung. Und wenn das aktiviert wird, diese Güte in uns, dann werden wir als Jesus, nicht als Michael oder als Thomas oder als, sondern in einer Güte von Jesus, der Menschensohn. Wir sind alle dasselbe. Jede Frau ist auch Menschensohn, ohne stummes Haar. Schwingung, Menschenschwingung. Und als Menschensohn gehst du da raus bei dem Rechtssystem. Aber Rechtsverzicht, der geistig-sittliche Rechtsverzicht. Danke, ich für Gott wird alles für mich erledigen. Und ob das jetzt morphogenetisches Feld oder Manitou oder Himmelfoder, ist egal. Das ist diese Kraft, die dafür sorgt, dass Resonanz passiert. Und wenn du sagst, ich ergebe mich unter das Dach, unter die Flügel, oder ich lege mich in die Flügel Gottes, wie man sollte, so wie mein Kleiner darauf verlassen, oder beide Kleinbuben, wenn sie arme sind, dass einer nichts sieht. Der eine lernt gerade gehen, ne? Der hält sie fest, und wenn er bei mir ist, wird ihm nichts passieren. Und genauso wird uns Erwachsenen die große Energie davor bewahren, dass uns irgendwas passiert. Das würde sonst in Frage stellen, das ganze Ding in Frage stellen. Das ist kein tödlicher Planet, der gefährlich ist, sondern wir. Und in dieser Natur passiert das alles. Und wir können uns hundertprozentig darauf verlassen, dass wir, wenn wir uns als Instrument zur Verfügung stellen, da mit Rückenwind segeln. Da kann nichts passieren. Es passiert alles zu unserem Vorteil. Auch wenn es oft nicht so ausschaut. Aber als Kinder Gottes, was soll uns passieren? Ist unser Planet. Leute, ich möchte mich leider verabschieden. Ich danke für das Gespräch. Hat mir sehr gut gefallen. Danke, Brigitte Freeman, Dünde, Klaus. Danke dir. Sie kommt aus dem Schneider, ihr braucht nur aufzupassen, dass ihr nicht von einem Leoparden gebissen werdet und alles wird gut. Und der Affe dich nicht krault. Ganz einfach. Genau. Ich danke euch. Ne? Bitte haben wir das weitermachen. Ne? Wir sagen danke. Schön, dich wieder zu sehen. Danke dir. Ja. Ja. Danke dir, Traugott. Aber es ist nicht so viel. Geht nicht anders. Bis danke, Joe, auch für dich. So, und wir sagen auch ein Danke, denn wir haben ja schon eingeblendet, wir sind ja wieder unterwegs, und zwar übermorgen, morgen nicht. Ja, können wir rausmachen, wo ist er? Moment, da oben ist er. So, gehen wir mal so rein. Wir haben auch ein wichtiges Thema, und da geht es um amtlicher Kinderhandel und der Effekte Schutz durch die das Elterntestament findet am 4. Juni statt, 20 Uhr hier auf Okitalk. Freuen uns, wenn ihr Werbung macht da draußen. Was haben wir da? Thema des Tages, war jetzt verklickt. Auch das kann passieren. Danke, die ein Danke haben wollen, Joe. Und auch die gute Brigitte war ja bei uns, auch spontan hereingekommen. Schöne Farben, ein warmes Rot haben wir heute. Ein Vogel, der da links ein bisschen sichtbar ist. Und ich glaube, wir dürfen uns auch mit diesem guten Gefühl, mit warmer Energie und die Leichtigkeit des Fliegens einfach mal verabschieden und sagen, geht in eure Eigenverantwortung und sucht euch die Gleichgesinnten, wenn ihr am Suchen seid, oder lebt einfach das ewige Jetzt, denn im Jetzt werdet ihr dieses Informationsfeld öffnen, was euch bereitsteht. So sage ich das mit meinen Worten. Joe, sehr danke. Abschlusswort, ja. Danke euch. Einladung danke. Auch. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja. Und ciao. Alles Liebe.
Ciao.